Herzlich willkommen zum Galaktischen Beobachter. Wir sind der Philipp und der Peter und ich, der Christian, mit einer neuen Sendung und einem neuen über- oder großen Gesamtthema. Aber bevor wir uns dem jetzt wenden wir uns als erstes dem super brandaktuellen Thema der geleakten höchstwahrscheinlich neuen Horus Heresy Grundbox zu und schauen uns mal hier diese Bildchen an, die da im Internet herumgeistern, und geben auch, wie schon viele vor uns, mittlerweile unseren Senf dazu ab. Bitte, die Manege ist eröffnet, Philipp und Peter. Ja, die neue Box, das ist schon was ziemlich, ziemlich Cooles. Also erstmal hat es mich total überfordert, dass es so ganz still und heimlich irgendwo auf einmal aufgeschlagen ist. Und wo fangen wir an? Also das Erste, was natürlich sichtbar ist, es sind MK6-Rüstungen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich hatte jetzt eher mit MK4 nochmal gerechnet, wäre ein bisschen cooler. Aber gut, MK6, die fehlen natürlich noch so im Sortiment. Wir haben die MK3 in der Prospero-Box, wir haben die MK4 in der Kalf und jetzt MK6, auch cool. Es ist vor allem ein Plastikspaten auch mit drin, also lauter cooles Zeug. Aber da brauchen wir noch viel bessere Bilder. Philipp, wie siehst du das denn? Also, ich will jetzt nicht versuchen, forensisch die Bilder zu interpretieren, was es genau ist. Es ist natürlich wieder so ein Reminiszenz an ganz, ganz frühe Zeiten von 40K. Ich finde es gut, dass die einfach in Plastik was Neues für die Heresy und speziell eben wirklich für die Heresy, Spartan ist jetzt schon sehr, sehr typisch, rausgebracht haben. Also dementsprechend geht es voran. Passt vielleicht auch einigermaßen jetzt zur Endphase mit Siege of Terror. Natürlich, Mark 6 ist vielleicht jetzt nicht ganz so glücklich, weil das jetzt nicht so archetypisch für die meisten Legionen ist. Aber ehrlich gesagt, wenn die jetzt nicht totalen Schrott reingepackt hätten, wäre ich mit jeder Plastikbox fast zufrieden gewesen, weil es eben wieder mal ein bisschen aufmunitioniert ist für Modelle. Außerdem scheinen ja auch noch ganz normale Kataphrakti drin zu sein und generische Charaktermodelle. Ob man jetzt dann sich die Box zweimal holt und dann zweimal einen Spartan hat, sei jetzt mal dahingestellt, weil der Spartan natürlich einfach die Box teuer macht. Aber das ist eigentlich auch egal. Und es wurde dann gemutmaßt, dass die von der Größe her fast ein bisschen größer scheinen als bisherige Boxen. Ich glaube, da muss man das einfach in Händen halten, ob dem dann wirklich so ist. Und wie sie bei, ich glaube, The Imperial Truth gesagt haben, naja, es sind weder alle normalen Humanoiden als auch Space Marines alle immer genau gleich groß. Und wenn die halt dann um 3% größer sind als die anderen oder anders proportioniert sind, weil sie halt etwas längere Beine haben, bin ich auch damit zufrieden, solange die noch so ein bisschen untereinander austauschbar sind. Also ich finde die ganze Sache auf alle Fälle einen guten Schritt nach vorne. Ja. Ich schließe mich da jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt hier mal das nächste Bild hergetan nach dem Plastikspaten. Plastikspaten finde ich gut, finde ich jetzt nicht unbedingt nötig, aber schadet auch nichts. Insbesondere wenn man dann quasi auf dem Chassis ja dann vielleicht noch andere Panzer wird haben können, wie zum Beispiel den Typhon oder diesen irren Panzerjäger, dann vielleicht auch mit benutzbaren Regeln. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, Cerberus. Ja, genau, der Cerberus, weil man den eh nie sieht, weil er so nicht großartig ist. Zu den Marines, wir sehen jetzt hier einen auf dem 32mm Base. Der wirkt auf den ersten Blick groß. Das mag aber unter Umständen auch daran liegen, dass der ein bisschen, breiter und massiger wirkt, als wir das von den Mark 6 normalerweise gewohnt sind. Das ist mir sofort aufgefallen. Also die Beinpanzerung an den Unterschenkeln ist breiter und massiver, als wir das normalerweise haben. Auch fallen die
Schulterpanzer doch irgendwie größer und mächtiger aus als bei den Resin Mark 6 Modellen. Also es kann tatsächlich allein daran liegen, es muss aber nicht. Also theoretisch kann es immer noch sein, dass der ein Ticken höher ist. Es gab dann schon hier Leute, die versucht haben, sich das anzuschauen und optisch abzugleichen mit den Kataphrakti, die dann noch auf dem Bild sind. Das ist aber immer schwierig, wenn da quasi der Perspektive, also kein richtiger Perspektivemaßstab oder sonst was gegeben ist. Das ist alles sehr spekulativ. Was auffallend ist, ist, dass die alle hier ihre kleinen Kettenschwertverlängerungen an den Boltern haben, was ich grandios finde, weil das an die RTB-01-Sprues erinnert, wenn ich absolut, auch noch welche ja. hatte. Die Backpacks sind ein bisschen anders, also solche gibt es bisher noch nicht, gefallen mir aber auch gut. Dann sieht man hier noch dieser Schulterpanzer von diesem Imperial Fist Charaktermodell, der schaut ein bisschen aus wie der vom, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der vom Sigismund ist oder der vom Alexis Pollux, müsst ihr eigentlich wissen, ich habe beide angemalt, aber also einer von den beiden hat hier auch einen mit diesen großen runden Nieten drauf. Das wird hier noch so ein bisschen aufgegriffen, ansonsten kann man nichts sagen, außer dass er halt hier so ein Lätzchen hat und irgendwie irgendeine Art von Wolkite-Waffe und ich glaube ein Schwert oder so. Also auch ganz nett. Hier, ja, das Bild hat man schon nochmal und hier ist noch ein neuer Contemptor. Das sieht man daran, also dass der neue ist, dass ein paar Sachen anders sind, wie hier an den Schienbeinschützern. Da hat außerdem hier noch so ein Havoc Launcher. Otto kennen ist ein bisschen ungewöhnliche Wahl, aber warum nicht? Kann man sicherlich austauschen. Also auf den bin ich auch besonders gespannt. Entschuldigung fürs Gehen. Ganz kurz, was man da auch sehr schön sieht, man sieht da auch einmal dem. Ne, geh nochmal zurück bitte auf den Contemptor. Da sieht man auch mal einen Marine direkt schön von vorne, also auch mal von der Größe. Und du hast recht, die Unterbeine sind relativ, oder die Unterschenkel sind sehr breit, aber die Oberschenkel zum Beispiel sind sehr, sehr dünn im Vergleich dazu. Siehst du das? Ja, ja, ja. Also die Proportionen sind schon ein bisschen anders, als ich es jetzt so von den MK4s kenne. Aber ich glaube, man kann da schon coole Sachen machen. Generell wirken die halt an den Schulterpanzer wahnsinnig bullig. Ja, genau. Also ich glaube, das ist zu einem großen Teil diesen massigen Schulterpanzern geschuldet und vielleicht auch dem großen Backpack. Also wie gesagt, man muss es jetzt schlichtweg abwarten, wie es ist. Also wenn sie zu groß ausfallen, dann sind sie halt was für eBay bei mir. Ja. Muss also man dann theoretisch gibt es im Plastik ja auch Mark 6. Genau. Und zwar in dem aktuell ist relativ 3-4 Jahre alten Tactical Space Marine Sprue für die 8. und 9. Edition. Da gibt es ja, sag mal, einen Schwung Mark 7, irgendwie einmal Mark 8 und dann gibt es auch noch auf alle Fälle mindestens ein Beinpaar und ich glaube zwei Torsos mit Mark 6. Genau, ich habe mir das auch geholt für die Imperial Fists, weil ich wollte mir ja so einen Siege of Terror thematischen Tactical-Druck machen mit eben gemischt Mark 5, Mark 6 und Mark 7 Rüstungen. Mhm. Also wo man halt so quasi alles zusammenkratzt, was man an neuen Marines irgendwie herbekommt und die dann in einen Tactical stopft. Also so ein 20er-Trupp. Den möchte ich auch noch unbedingt machen, wobei ich mir mittlerweile überlegt habe, vielleicht mache ich es doch anders und ich mache einen 10er-Trupp aus Mark 5 und Mark 6 und einen 10er-Trupp aus Mark 6 und Mark 7. Dann ist man vielleicht noch mal ein bisschen... Aber das bleibt ja dann einem selber überlassen, wie man es dann auch nochmal trennt oder so. Macht mal ein 20er, zwei 10er. Egal. Was ich finde, aber, also ich muss es auch sagen, was der Peter gesagt hat, was du jetzt ein bisschen relativiert hast, ich finde die Wahl der Rüstung geradezu blödsinnig. Es ist zwar schön, also quasi als Rekurs auf die Rogue Trader, Plastik, Space Marines, aber die häufigste Rüstung in der Heresy ist halt nach wie vor Mark II. Und warum haben die nicht Mark II Rüstungen gemacht? Das ist mir wirklich schleierhaft, weil die Rüstung, die es vom Hintergrund her eigentlich am häufigsten gibt, ist grundsätzlich am seltensten zu sehen.
weil sie halt nur aus Resin zu haben ist, von Forgeworld, beziehungsweise zu haben war, glaube ich, gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist mir ein bisschen schleierhaft. Der Grund dafür wird sein, dass das in der nächsten Box kommt. Ah Bloß ja. die Reihenfolge ist halt etwas Okay. komisch. Warum ist Also, gleich umgedreht? insbesondere kann ich, also jetzt, sage ich mal, nicht so ohne weiteres guten Gewissens bestimmten Legionen diese Mark 6 Rüstungen geben, weil sie es einfach nicht hatten. Oder wenn dann halt nur in lächerlichen Mengen. Also zum Beispiel die Iron Warriors, die haben ja ihre wieder abgegeben, ja, an die Raven Guard, weil sie gesagt haben, das ist ein Schrott, die wollen wir nicht. Also für Iron Warriors fallen sie schon mal aus. Für Legionen, die später keinen Zugriff mehr hatten auf Sachen, die neu auf dem Mars hergestellt worden sind, wie zum Beispiel, also mit den Thousand Suns kannst du ja auch nicht geben, ja. Bei den Legionen, die dann nochmal so aufgefrischt werden mussten, weil sie quasi ausgelöscht waren, mehr oder weniger wie bei den Salamanders oder Iron Hands oder Salamanders. so, da kann man ja vielleicht noch sagen, okay, aber es passt halt wirklich nur für wenige Ja, Raven Guard, Legionen. das wäre jetzt halt Klassiker. Ja, Raven Guard, Imperial Fists, Blood Angels, White Scars. Ja. Und ein bisschen Alpha Legion. Ja, genau. Also da würde es, da passt's okay, wenn man ganz spät in der Heresy ist. Aber ansonsten. Ja, also die Sons of Forest, die es da drauf haben, oder die sie jetzt hier mit drauf haben, das ist halt einfach eine ein bisschen ungeschickte Kombination, Ja, muss ich dazu die sagen. haben sicherlich auch ein paar gehabt, aber das ist halt nicht, Aber es ist keine wenn du da jetzt Gerechtfertigung für die Grundbox. deine, genau, wenn du da jetzt halt deine Armee aufstellst, ist das halt jetzt vielleicht nicht exemplarisch. Also, okay, das ist halt, was ich dazu denke. Aber auf der anderen Seite halt auch das, was du sagst, Philipp, man muss sich halt einfach freuen, dass überhaupt was passiert in die Richtung und das, dann kann man das alles wieder relativ sehen. Aber Genau. schön, dass alle wenigstens Plasmapistolen tragen, was man sonst auf einem realistischen Horus Heresy Schlachtfeld selten sehen wird. Ja, naja, irgendwo müssen sie dir dann auch mal zeigen. Ne? Naja, freuen wir uns drauf, wenn wir mal richtige Bilder sehen. Vielleicht werden wir noch angenehm Ja, das überrascht. kann ja sicherlich noch Ja, bis weil sie Weihnachten auch dann dauern. total günstig sind, wo man sich dann denkt, bevor ich mir einen Spartan von Forgeworld kaufe, kaufe ich mir doch die Box und spare mir noch 20%. So wird es Ja, sein. das ist durchaus möglich, ja. Sensationell, Philipp. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Und ich Ja. bekomme noch so ein bisschen ein paar Plastik-Sprues als Dreingabe. Genau. Genau. Ja. Wir Geil. werden sehen. Ja. Okay, gut. Dann Hobby Progress. Peter, ist bei deinen Nightlords etwas passiert? Oh, du stellst so gemeine Fragen. Ich habe mir eine Nightlord-Büste ausgedruckt mit meinem Drucker. Ja. Da ist jetzt, also ich habe da so ein kleines Projekt am Laufen und da ist ein bisschen was vorwärts gegangen, aber die Armee selber hat sich jetzt gar nicht bewegt. Ich bin ja seitdem noch umgezogen und ein bisschen, habe ein paar private Veränderungen noch durchgeführt, sodass es zu anderen Prioritäten kam. Aber gemalt habe ich ein bisschen. Besagte Büste eben und eben den Mortarion, an dem ich ja gerade ein bisschen arbeite. Der wird jetzt dann demnächst auch fertig werden und wird es dann auch ein paar Bilder geben. Aber jetzt ist halt Ausgezeichnet. natürlich noch die Herausforderung, das Wetter ist gerade schön, das Motorrad ist neu, da ist dann abends vielleicht auch noch eher dann der Wunsch nach einem Biergarten da. Also es ist jetzt gerade nicht die beste Zeit für Hobbymalerei. Ja, ich gebe dir recht. Ja. Philipp, was ist bei dir passiert? Ich habe für Necromunda meine Slave Ogrins, also zumindest, ich glaube, 8 Mann oder sowas, fertig gemacht und zumindest in Primärfarben bemalt, bisschen Wash draufgeklatscht und habe sie gegen mich spielen lassen und habe den Genestealer Cult, mit dem ich dagegen gehalten habe, auch extensiv fertig gemacht. Also die 8 Mann, die ich eingesetzt habe, plus weitere 8 oder sowas. Fertig bemalt und gebased, werde ich dir nachher ein paar Fotos oder morgen ein paar Fotos machen, dass man ihn noch irgendwie einstellen kann.
Aber jetzt direkt außer, hatten wir letztes Mal schon gesprochen, dem einen Gefecht gegen den neuen Mitspieler habe ich jetzt eigentlich nichts gemacht. Und da habe ich eigentlich, glaube ich, nur kurz die beiden Armeen, die ich da konzipiert hatte für dieses Übungsgefecht, habe ich, glaube ich, sozusagen einer kurzen Truppenschau unterzogen und habe noch bei den Sons of Horus ein paar Highlights gemacht, aber nicht, dass es auf den Modellen wird. Das war eigentlich eher Ausbesserungsarbeiten. Also im Endeffekt war ich Horus Heresy technisch sehr faul. Was hast denn du gemacht, Christian? Also, ich habe einen Omega Macarius, nee, Mike, ja doch, Macarius Omega zusammengebaut und bemalt. Fertig. Ich habe an meinem Spaten tada, weitergemacht und habe den schon relativ weit. Ich habe drei normale Landspeeder relativ fertig, bis hin zu den Abziehbildern. Dann habe ich 10 Mann mit Raketenwerfern gebaut, Mark 3, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich das nicht das letzte Mal schon erzählt habe. Und ja, noch so ein paar kleine Sachen gemacht im Hinblick auf, Entschuldigung, immer ein langer Tag, im Hinblick auf Gelände. Wie üblich wird mir noch irgendwas einfallen, aber ja, das war es so im Großen und Ganzen. Viel, viel Abziehbilder habe ich gemacht, sodass ich alles, was hier noch sozusagen im Backlog war für die Imperial Fists, jetzt weiter bearbeiten kann. Also was alles noch rumstand an angefangener und schon zumindest gelber Infanterie, alle Abziehbilder sind überall drauf und fertig. Sodass mal vielleicht langsam ein Ende in Sicht ist. Ja. Genau, das war das. Ansonsten war ich auch hauptsächlich mit Garten beschäftigt. Ja. Wie das jetzt aktuell halt so ist. Und hoffe, dass auch da bald ein Ende in Sicht ist. Genau. Genau, ja. So, heute wollten wir uns ja mit einem neuen Thema beschäftigen. Und es gibt ja diese Crusade Imperialis Armeelisten. Und da gibt es verschiedene Armeen drin in diesem roten Büchlein, also mit diversen Supplementen aus diversen schwarzen Büchern, zum Beispiel die Household Knights. Dann die Solar Auxilia und Philips neues Steckenpferd Cults and Militia oder Militia and Cults, ich weiß gar nicht, was zuerst genannt wird. Militia and Cults. Und das ist so eine Armee, die viele Reminiszenzen mit sich bringt an die alten imperialen Armee Listen, die ich noch kenne aus meiner 40k-Zeit in der 4. und 5. Edition. Und dazu aber noch ein paar andere Sachen hat, dafür einige Sachen fehlen. Daran das Besondere ist, dass man quasi auch wieder wie bei anderen diversen Armeelisten in der Horus Heresy so ein kleines Baukastensystem an den Anfang gestellt hat, wo man sich verschiedene sogenannte Provenances aussuchen kann, die der Armee ihren, ja, ihren Geschmack sozusagen geben und ihre Besonderheiten unterstreichen. Man kann mit dieser Militia and Cults Liste sehr, sehr viel machen und unglaublich viel darstellen, was man sonst vielleicht nicht so ohne weiteres könnte. Also zum Beispiel eine Armee von Squads. Das wäre jetzt mein Interessenbereich zum Beispiel. Oder aber Chaos-Kultisten in verschiedensten Ausprägungen. Oder aber auch Überbleibsel von irgendwelchen Armeen aus den Dark Ages sozusagen. Oder irgendwelche Armeen von irgendwelchen
planetaren Gouverneuren und so weiter und so fort. Also man kann unglaublich viel damit machen. Das ist jetzt aber erst einmal gar nicht unser eigentlicher Schwerpunkt, also wie die Regeln genau funktionieren, sondern erst einmal, was kann man thematisch sozusagen machen und wie kann man das mit GW-Modellen machen. Das ist jetzt mal heute unser Schwerpunkt. Wir werden uns dann in der folgenden Sendung oder in einer der folgenden Sendungen damit auseinandersetzen, wie kann man es mit Armeen machen von anderen Herstellern oder mit zusätzlichen Bits, die man hier und da bekommt, oder eben auch mit 3D-Druckern. Da gibt es auch eine ganze Reihe von verschiedenen schönen Sachen. Und parallel dazu dann auch immer ein bisschen noch die Regeln beleuchten. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ja, doch. Oh, da bin ich aber. Also, und es ist auch eine Möglichkeit, zu Horace Heresy zu kommen, wenn man eben im Schrank von vor 10 Jahren eben noch einfach eine Imperial Guard Armee hat. Dass man einfach sagt, okay, was habe ich denn an Modellen? Ah, da kriege ich ja mit Panzern oder sowas lockerflockig 2000 Punkte hin. Mhm. Mit diesem neuen System, das ja eigentlich ganz cool wirkt. Ja. So, jetzt hat mir der Philipp aufgetragen, ich möge hier diese Seite öffnen. Das sind jetzt schon ganz neue Neuheiten dabei. Wie die neuen Gaunt's Ghosts. Die ich mir zulegen muss. Ich habe noch die alten metallischen. Ist, wenn ich die nie einsetze, aber die Modelle sind einfach geil. Also wir können ja mal uns die kurz anschauen. Ich bin durchwachsen begeistert tatsächlich. Es gab hier zwei Dinge, die mich massiv gestört haben. Das eine sind diese höchst eigenartigen Äste. Also so schauen Äste einfach nicht aus. Die schauen aus, als hätte man sie aus dem, ja, aus dem Balsaholz rausgeschnitzt oder so. Hier mit diesen, also mit denen kann ich mich einfach nicht anfreunden. Und dann der Major Ron, vielleicht können wir uns den mal noch genauer anschauen. Also ich weiß nicht, wer das modelliert hat und ob der schon mal irgendwann ein Stück Stoff in der Hand gehabt hat. Ich vermute nicht. Das ist ja kein Stoff. Das ist ja Plast in Stoffform. Ach so, ja. Also ich meinte jetzt nur, ne, von der Modelliererei her. Also bei den anderen geht's. Hier ist es sogar gut gelungen, aber das ist ja, also das ist ja geradezu grotesk. Und der hat einen. Der hat. Ja, was? Also jetzt schaut euch das doch mal an. Was soll denn das sein? Der hat hier eine Schlucht am Hals. Ja. Dann fehlt noch so ein kleiner Gebirgswald da. Also bei den anderen Modellen geht aber dieser Major Ron, der ist entsetzlich missglückt. Der ist auch von den Proportionen her Oberarm, Kopf, Beine, Unterkörper. Also der schaut aus wie eine Laune der Natur, aber nicht wie das, was es sein soll. Die anderen möchte ich mich gar nicht großartig beschweren, außer hier über den, wie der Macker immer sagt, der taktischen Stein oder taktischen Wurzel, woran man sofort erkennt, ah, der ist der Boss, weil der hat seinen Fuß auf was drauf. Ja. Also, das, ich habe da so ein bisschen meine Probleme. Ich meine, das wäre jetzt überhaupt keine Natur, kein Problem, diesen absolut mega hässlichen Ast da zu entfernen und durch was anderes zu ersetzen, und hier auch ist nicht so schwer, ja, und da lässt sich sicherlich auch was machen bei dem Fuß, aber den Ron, also der ist, glaube ich, nicht so ohne weiteres zu retten, dass der irgendwie gut ausschaut. Aber bitte, und dann habe ich noch was zu meckern bei denen, und zwar, was will ich denn jetzt mit diesen 6 Hanseln? Also ich hätte ja dann theoretisch schon das Bedürfnis, dass ich auch in Anführungszeichen normale Gaunt's Ghosts da noch dazu stellen kann. Ja, also wenn ich die jetzt quasi als Armee spielen wollte. Das scheint mir noch nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht haben wir ja Glück und die kommen noch.
Okay. Jetzt seid ihr dran. Ich hab jetzt genug geschimpft. Dann mache ich im Schimpfen gleich mal weiter. Also die Stoßtruppen von Cardia, die Plastikmodelle, finde ich, sind, da habe ich mich einfach satt gesehen, und zwar schon vor 10 Jahren. Die würde ich jetzt ehrlich gesagt, wenn ich neu aufbaue, würde ich die nicht als Basis für meine Truppen nehmen. Es sei denn, ich gehe auf die ganzen Bits Trader zurück und nehme gerade mal Beine und Torso, und dann mache ich drumherum noch einiges an coolem. Aber die würde ich jetzt schon mal außen vor lassen. Ganz im Gegensatz zu den Science. Das sind für mich immer Moment. Klassiker, wenn ich die vielleicht jetzt nicht mit den Barretts, sondern mit den, Ja, wo sind die denn? gleich am Anfang, Ach neben so. den Kardian. Ach hier Militarum Genau, ja. Tempestus, oder? Die Genau, sind es. ja. Genau. Okay. Die Tempest Science. Dann Das schauen wir ist, uns die da doch ist in mal einer Box sowohl die Command Crew als auch die ganz normalen Leute. Hinten sieht man die Variante mit den Helmen. Die finde ich, sehen ganz cool aus. Die Barretts, Ansichtssache. Aber das wäre jetzt eine von diesen Provenances, nämlich die Survivors of the Dark Age. Da muss man Grenadiere nehmen, und deren Rüstung ist auch noch ein bisschen besser. Ich würde den jetzt zwar im Verhältnis zu so einer Power Armor nicht unbedingt einen 3 plus Rettungswurf, Rüstungswurf zubilligen, sondern eher den 4 plus Rüstungswurf, aber das ist eine gute Möglichkeit, um Grenadiere ins Feld zu führen, und die haben halt dann dementsprechend auch die vergleichsweise aufwendigen Lasergewehre mit sozusagen so einem Backpack-Feed. Das große Problem bei denen ist allerdings, was jetzt hier angezeigt ist, ist da noch ein Transportfahrzeug dabei. Da sind lediglich 5 Mann in so einer Standardbox drin, und die kostet, weiß ich, 35 € oder sowas. Also da machst du dich arm. Also das ist für die Massen, die du brauchst bei Horus Heresy, es ist vielleicht dann, wenn du einen Grenadiertrupp darstellen möchtest. Ein Grenadiertrupp sind zwischen 10 und 20 Mann. Dann bräuchtest du 4 Boxen. Also das ist, selbst wenn du bei Wayland oder dergleichen bestellst, schon fast prohibitiv teuer. Aber die Modelle sind cool und sind auch Ja, die gut zu sind schön, bauen, ja. variantenreich. Also setze ich auch bei Necromunda sehr gerne ein. Habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Boxen verbaut. Also das ist eine gute Möglichkeit, um zumindest mal einen Teil der Truppen darzustellen. Nee, bin ich auch voll bei dir, Philipp. Also die Science gefällt mir von den Modellen hier einfach am besten aus diesem ganzen Astra Militarum-Bereich. Da kann man meiner Meinung nach auch extrem viel draus machen. Also das Problem ist aber, wenn man sich dann auch, wenn wir uns in der nächsten Folge mal diese Armeelisten mal anschauen, du brauchst, wie du es schon gesagt hast, so viele Leute, so viele Einheiten, so viele Modelle, dass es da hier mit denen super teuer wird. Und je nachdem, wenn du auch eine andere Provenance spielst, sind die halt bei Weitem nicht so schwer gepanzert, sondern es ist halt einfach, wenn man sich das so auch anschaut, du hast riesige Trupps, die teilweise bis zu 50 Mann groß werden können, die halt einfach lebendiges Kanonenfutter sind. Du wirst in den meisten Fällen nicht drum rumkommen, wenn du dich hier in dieser GW-Welt bewegst, dass du dir diese kardianischen Stoßtruppen besorgst, zumindest als Grundstock irgendwo. Weil, wenn man sich dann die Regeln anschaut, wenn es um eben diese, also um diese Imperial, um diese Astra Militarum, wie heißen denn die jetzt? Militia. Diese Militia, Dankeschön. Wenn es um die Militia geht, es sind sehr viele große Trupps, die mit sehr wenig Rüstung und einfach nur mit irgendwelchen Lasergewehren ausgerüstet sind. Also, das jetzt alles mit den Science darzustellen, so 50 Mann-Trupps, da ist man A, arm, wie es der Philipp gesagt hat. Und B, sind die Kardianer so von ihrer Ausrüstung her eigentlich schon so, dass man damit arbeiten kann. Aus meiner Sicht sind halt einfach die Posen etwas alt und in die Jahre gekommen. Aber aus meiner Sicht das schlimmste Problem sind einfach die Köpfe. Die müssten aus meiner Sicht ausgetauscht werden. Da gibt es dann in der Zwischenzeit so behelmte mit so Masken Varianten, wo man noch ein bisschen was rausreißen kann, aber ich glaube, so die Grundtorse sind in Ordnung.
die Helme müsste man irgendwie vernünftig austauschen. Man kann sich dann auch sicherlich nochmal die Katakana anschauen. Das ist zwar ein noch älterer Bausatz, kann man sicherlich auch ein bisschen mixen. Aber das Einzige, was aus meiner Sicht noch eine valide Option wäre, das ist die Steel Legion, also die Stalllegion von Armageddon. Die ist auch sehr alt. Sind sogar noch Zinnfiguren. Die sind wunderschön. Nee, das wäre schön. Sind das in der Zwischenzeit Resin, oder? Das ist Failcast. Nein, oh Gott. Ich widerspreche ganz, ganz vehement. Ich glaube, selbst vor einem Jahr oder sowas hast du die noch in Zinn bekommen. Ach was, okay, ich will nichts gesagt haben. Weil hier kriegst du 10 Mann für 30 Euro. Das ist ja total günstig. Ja, eben. Ja. Deswegen, ein Failcast kann es nicht sein, weil ich glaube, Failcast haben sie komplett rausgenommen. Also bitte. Weil das wirklich ein Desaster war. Also, aber da hast du halt das Problem, da hast du halt 10 Mann, die alle gleich aussehen, da kannst du halt fast gar nichts mehr umbauen. Ja. Also es gibt meiner Meinung nach für solche Armeen keine Out-of-the-Box-Lösung, die GW so bereitstellt. Also man hat keine gute. Meiner Meinung nach, man müsste das eigentlich kombinieren, man müsste sich vielleicht auch im Fantasy-Bereich mal umschauen, ob man da Grundlagen einfach findet, die man dann vielleicht mit Kalianern oder Katachanern kombinieren kann und die man vielleicht über eBay recht günstig hingekommen ist, wo man halt einfach mit Schnitzarbeit ein bisschen was machen muss. Das halte ich also prinzipiell für eine total gute Idee, aber bevor wir jetzt hier quasi umschalten, würde ich noch schnell hier durchgehen und gucken, was wir von diesen Sachen, die wir jetzt hier auf der Seite haben, dann realistischerweise noch verwerten kann. Also wir waren ja jetzt vorhin hier bei dieser Start Collecting Box, da haben wir hier dieses entsetzlich scheußliche Fahrzeug, das man theoretisch bestimmt irgendwie verwerten kann als Stand-in für etwas anderes, wenn man denn möchte. Sagt, man erfreut sich an seinen schlanken Linien und an seinem perfekten Design. Ich für meinen Teil würde es nicht machen, aber jeder wie er will. Also die Gleaming Rust lassen sich auf alle Fälle gut verwenden. Genau, da hätten wir die andere Box, also eben nicht bei den Science, sondern hier bei Kalianern. Genau, da ist ein Gleaming Rust dabei, den kann man immer brauchen. Ja. Ich nehme an, das ist das neue Lehman Russ Modell, gell? Ja. Also ich gehe davon aus, dass du momentan bei der Aufzeichnung einen Bildschirm einblendest. Ja, richtig. Weil wir sehen es momentan nicht. Deswegen. Ach so. Ja, was ist denn da los? Ich klicke hier die ganze Zeit fröhlich herum. Moment. Wir können es geistig visualisieren. Nee, dann können uns jetzt auch alle mal sehen, wie wir hier entspannt aufnehmen. Aber das muss man vielleicht auch noch sagen, auch wenn wir später erst zu den Regeln kommen. Wenn man sich die Imperial Militia und Cult vornimmt, sollte man immer schauen, dass man doch noch ein bisschen was anderes macht, als durch die Solar Auxilia dargestellt wird. Weil vom, sagen wir mal, Kosten-Nutzen-Verhältnis die Solar Auxilia schon sehr, sehr günstig sind. Also da zahlt man halt auch nur in Anführungszeichen 100 Punkte für so einen 20-Mann-Trupp. Der hat aber bessere Lasergewehre, die können, wenn sie stationär sind, zweimal schießen und haben eine größere Reichweite. Also dagegen muss man erstmal anstänkern. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich mache halt eine Gunline, dann wird es schon punktemäßig vergleichsweise teurer, als ich es bei Solar Auxilia habe. Also da muss ich mir schon ein bisschen was überlegen, dass ich das ein bisschen ausreize, weil sonst kann ich es mir mit Solar Auxilia deutlich einfacher machen. Also dieses schöne Fahrzeug meinte ich vorhin. Jetzt können wir sehen, prima. Also dann haben wir die schöne Box. Und dann kann man aber natürlich eben auch den statt diesem entsetzlichen Fahrzeug auch den Lehman Russ haben, theoretisch. Müsste es ein bisschen erziehen. Wir sehen das Fischlein noch. Was? Jetzt. Fischlein? Okay. Ah, ich
Ich habe eine Verzögerung drin gehabt, Entschuldigung. Okay, also die, da haben wir die Kartaschen Jungle Fighters. Ja. Die Russ, sind jetzt auch nicht mehr so schön. Battle genau. Tank und Demolisher passen alle prima und sind ja auch unterschiedlich ausrüstbar. Genau. Und ich kann auch in der Armeeliste Side Sponsons nehmen. Ich kann leider nicht alle von den in Sprue erhältlichen Waffen auch regulär einsetzen. Aber da muss ich halt dann einfach leicht magnetisieren und die zulässigen bauen. Hier, die Klassiker Hellhound und Chimera fallen raus. Ja. Die Heavy Weapon Squads kann man benutzen. Kann man prima benutzen? Auch selbst wenn man jetzt andere Modelle nähme, könnte man auf jeden Fall die Waffen benutzen. Mhm. Die Ogrins kann man, glaube ich, auch ganz gut hernehmen. Perfekt. Auch der Basilisk passt. Vielleicht mal hergehen und diese imperialen Adler, soweit sie drauf sind, abfeilen. Genau, Basilisk. Hydra ist schon wieder schwieriger. Ja, ist eigentlich nicht vorgesehen, weil eigentlich alles, was auf dem Chimären-Chassis ist, genau. Man kann immer argumentieren, dass es ein STD, das noch deutlich vor der Heresy irgendwie vorgeherrscht hat und dann finden sie es halt auf der Forge World, was auch immer. Aber ich meine, jeder sieht, okay, ist eigentlich Imperial Guard und ja. Kommt erst 8000 Jahre später so in etwa. Dann haben wir noch die Valkyre. Die muss es eigentlich theoretisch geben in der Heresy, aber die Frage ist, ob es Regeln gibt und ich glaube eher nein. Bisher noch nicht. Dann, was man sicherlich brauchen kann, sind die diversen Psykers, die es gibt. Wobei ich da natürlich ein großes Problem habe, weil da muss ich so viel abfeilen an imperialer Ikonografie. Da gibt es bessere Alternativen. Ja. Kommen wir gleich dazu. Kommissar kann man eigentlich nicht brauchen. Außer man baut sie ein bisschen um. Es gibt da eine Einheit, das sind so disziplinarische, also Disziplinareinheiten. Ja. Wenn man die ein bisschen umbaut mit einer Peitsche oder irgendwie sowas, also gerade so mit Dark Elder Bits ein bisschen kombiniert, kann man da schon was machen. Frage ist halt nur, ob man diese Offiziersmütze, die sie da haben, wirklich dafür benutzt oder ob man da nicht einen anderen Kopf draufsetzt. Ja. Dann haben wir hier noch die Snipers. Hat man da jetzt auch, glaube ich, keine so große Verwendung? Doch. Geht schon. Okay. Wird man in der Regel nicht einsetzen, aber es gibt ein dementsprechendes sogar Troop Choice Squad, nämlich die sogenannte Imperialis Militia Reconnaissance Squad Variante. Und da hast du unter anderem die Möglichkeit, die dann mit zumindest Last Carabines oder dergleichen auszurüsten. Okay. Sniper Rifles ist ein bisschen teurer, aber da kannst du so einen 5-Mann-Trupp packen. Also das wird schon gehen. Wird so halt dann nicht so in den typisch kadianischen oder katachanischen Farben bemalen, aber das passt eigentlich ganz gut. Oh. Dann gibt es hier noch diese Regimental Advisors, je nachdem was und wie man spielt, kann man die theoretisch auch verwenden. Übrigens immer dran denken, hier gibt es ein Ersatzmodell für den Astropathen von Forge World, falls genau. Man den nicht herbekommt, dann kann man eben den hier ganz schön nehmen und der kostet, da kriegt man 3 Figuren für einen Bruchteil von dem, was der Forge World Astropath kostete. So, Rattlings. Theoretisch ja, und zwar genau so, wie du gerade gesagt hast, also eben als Scharfschützen auch. Mit ihren eigentlichen Besonderheiten kann man sie, glaube ich, nicht spielen, aber als Stand-ins für alles mögliche andere problemlos. Tech Priest Engine Seer können wir auch brauchen. Und das ist, glaube ich, hier so ein Klassiker, der kann dann wieder mit ein paar Servitoren kommen, ne, und genau. Die man dann auf verschiedenste Art und Weise ausrüsten kann. Sentinel, wie schaut es mit Sentinels aus, Philipp? Kann ich in der Tat so nehmen und ich kann die auch mit Plasma, mit Lars Cannon, mit Multimelter, mit Auto Cannon, also alles, was da so rumkreucht und schleucht, kann ich die einsetzen und machen auch durchaus Sinn. Also, ja. Es ist halt sehr leicht, eher flexibel und du hast halt zumindest ein bisschen Armor Value, leider kannst du sie nicht sozusagen als schwere Sentinels ausrüsten, sodass sie gegen Beschuss von Boltern gefeit wären. Und wir befinden uns natürlich immer in einem Bereich, wo ich in der Regel ja gegen irgendwelche Space Marine Armeen oder Legionen kämpfe.
Und dann muss ich halt damit rechnen, dass dann auch dementsprechend viele Boote auf mich einprasseln. Also Ja. da muss ich halt eine gute Einsatzmöglichkeit finden. Aber die Sentinels kann und sollte ich verwenden. Und ehrlich gesagt sehe ich jetzt auch gar keine Möglichkeit, wie ich die anders irgendwie einsetze. Also wo ich die anders herbekäme. Also weder von. Also höchstens drucken, ne? Aber sonst. Ja, okay, stimmt. Also das ist noch die weitere Möglichkeit. Aber da bin ich halt mit dem klassischen Sentinel ohne Armored Cockpit mit rundherum 10er Panzerung dabei, aber dann kann ich sowohl Combat Bits als auch die diversen Schwerwaffen oder sowas da reinpacken. Also das ist eine gute Möglichkeit. So, dann haben wir hier nochmal die Bullgrins und Norg Deadog und Freunde. Auch die lassen sich ja beliebig als Ogre einsetzen. Ne? Genau. Und die haben auch dann dementsprechend, kannst du ihnen diese Schilde geben. Und die machen auch Sinn. Man muss nur regeltechnisch schauen, dass ich mindestens die Hälfte der Trupps im Trupp mit Schilden ausgerüstet habe, damit ich diesen Vorteil der Defensivgranaten bekomme. Also wenn ich dann nur den Anführer mit einem Schild ausrüste und dann noch weitere Hanseln mit unterschiedlichen Waffen, dann bringt mir der Schild per se nicht so viel. Aber ich kann dann so ein munteres Ballett, dass ich die in Anführungszeichen bedeutenden Modelle eben eher hinten reinstelle und mir halt so den billigsten vorne wegschießen lasse und dann, oder er verliert dann zwei Wunden und dann zirkelt er nach hinten und dann werden die anderen eher Wunden kassieren. Aber wie gesagt, gute Wahl, vergleichbar gute Wahl wie zum Beispiel die unterschiedlichen Shadow Swords, Storm Lords und dergleichen, die ich nicht alle, aber zumindest einen großen Schwung als Lord of War Auswahlen einsetzen kann. Also die kann ich mir hinbauen. Ich kann zum Beispiel den Baneblade kann ich einsetzen. Ich kann den Stormhammer, das ist der mit einer ja, dieser Großen etwas Plastikkanone, kürzeren. oder? Also ich glaube, den Bane Sword jetzt nicht unbedingt, aber das sind ja im Normalfall immer Bausätze, aus denen ich zwei oder drei Varianten bauen kann. Ja. Und also da finde ich auf alle Fälle was. Das ist die sicherlich günstigere Variante, als wenn ich es versuche, mit viel Resin von Forgeworld mir zu holen. Richtig. So, Servitoren, je nachdem, ob sie einem gefallen oder nicht, wir hatten das schon mal. Kann man natürlich auch be benutzen. Kardianer 5 Modelle für 8 Euro ist natürlich auch nicht viel kaputt. Ne? So, und diese Fahrzeuge kommen für uns nicht so sehr in Frage. Ja, also das wäre mal quasi die Auswahl Imperiale Armee. Wo soll ich jetzt hinsteuern, Philipp? Dann würde ich sagen, noch im Bereich 40k würde ich auf Adeptus Mechanicus gehen. Eigentlich nur vor allem für eine Auswahl, nämlich für die Electro Priests. Die nutze ich auch, und zwar, um meine Psyker darstellen zu können. In dem Fall natürlich ohne viel Brimborium. Die haben dann auch nicht irgendwelche Kampfstäbe oder sonst was, sondern werden halt mehr oder weniger nur mit nach vorne gereckten Handschuhen gebaut und dann im Normalfall einen großen Plachari von Schwert auf den Rücken geschnallt bekommen, wenn sie dann eine dementsprechende Waffe als Option bekommen. Ja, das war Online ganz spannend. ausverkauft. Ah! Naja, aber da wird man schon noch rankommen. Also, ich würde denen jetzt diese komischen Elektro-Priest-typischen Kondensatoren oder sowas nicht anbauen, muss man auch gar nicht, sondern halt wirklich diesen ziselierten Oberkörper nehmen, daraus in dem Fall meine optionale Parcours-Auswahl, nämlich die Rogue Psykers, nehmen, von denen ich, wenn ich halt meinen regulären Anführer mit den Provenances nehme, den ich auf alle Fälle brauche, dann habe ich eben noch zwei HQ-Auswahlen für die übrig. Und ich bin leider, wie wir in der nächsten und übernächsten Sendung dann machen, bin ich festgelegt, ich muss auf die
bessere Seite, nämlich die dunkle Seite der Macht, sprich auf die Traitor-Seite gehen und das Ganze dann als Kultisten nehmen, damit ich Psyker einsetzen kann. Natürlich nach dem Edikt von Nicaea, der Imperator ja gemeint hat, dass er und seine direkten Athlaten Magie einsetzen könnten, also oder Psychic Energy und alle anderen das doch bitte sein lassen. Aber die finde ich jetzt zum Beispiel sehr geeignet und klar, ich habe dann noch zugegebenermaßen für 35 Euro habe ich nur 2 von den 5 verwendet, aber mein Gott, also das sind coole Modelle, kann ich auch noch was anderes machen oder ein Diorama oder wie auch immer. Oder ich schaue, dass ich halt von einem 40k-Spieler, der nicht alle braucht, 1-2 abknapse und so weiter. Also das sind gute Modelle. Dann für den Peter, die sind sicherlich bekannt, aber man vergisst die so ein bisschen bei den 40k Chaos Space Marines, sind nämlich die Kultisten dabei. Ja, stimmt. Die haben so eine 5-Mann-Box und dementsprechend sieht man sich an denen sehr, sehr schnell satt. Aber denn es gab doch da auch mal diese Starterbox, oder? Genau, die waren früher in der Starterbox zusammen mit Chaos Space Marines und da hast du dann auch gleich 10 Mann gehabt und dann hattest du halt von davon waren, was ich, gab es 2 unterschiedliche Anführer, 2 unterschiedliche Heavies und dann gab es einen Schwung mit eher Nahkampfwaffen und einen mit eher Fernkampfwaffen. Aber halt, wenn der Christian das dann gleich hat, es gibt eben auch aus dieser Blackstone Fortress. Ja, die habe ich gerade schon rausgenommen, ja. Die sind schon ganz cool, passen auch in dem Snapfit zu den anderen Kultisten. Also ich würde halt nur schauen, dass die von der Base-Gestaltung her dann halt eine gewisse Uniformität haben. Irgendwie habe ich die anderen gar nicht gefunden. Aha. Wenn ihr sie irgendwo seht, bitte gleich schreien. Okay. Bloodletters und Plaguebearers kann man natürlich auch brauchen. Also die kann man auch brauchen zum Beschwören. Das können nämlich eben die Rogue Psyker in der Tat machen. Die zerbrezelt es dann wahrscheinlich. Okay, also da sind wir jetzt bei den... Also hier waren sie mal nicht, aber wir können hier links mal noch gucken. Mhm. So bei den Demons dabei sind, was ich aber stark bezweifle. Nee, passen eigentlich. Dann gibt es die nicht mehr. Dann sind sie raus. Schade. Dann sind sie aber auch vor kurzem erst raus. Also die gibt es auf jeden Fall. Also man kann natürlich diese Box jetzt nicht irgendwie, würde ich jetzt nicht 8-mal anwenden, zumal man halt keine Spezialwaffen als solches anwenden kann. Und der Heavy Stubber ist jetzt nicht die klassische Team-schwere Waffe, aber zumindest die Lars-Gun-Typen, inklusive der Damsel mit Kettenschwert und Auto-Pistol, die sind eigentlich wirklich cool, um den eigentlich jetzt anscheinend nicht auffindbaren, aber wahrscheinlich noch auftreibbaren 5-Mann-Kultistentrupp oder noch besser 10-Mann-Kultistentrupp von früher auftreiben. Ja. Ist schlecht. Überlegen, Philipp, nur als Ergänzung, ja? Diese, auch die Starterbox mit den Poxwalkern, die kann man auch in einem beschränkten Maß sicherlich auch als Kultisten so ein bisschen untermischen. Gerade wenn du so ein bisschen Nörgel themenhaft das Thema noch ein bisschen unterfütterst. Mhm. Gerade wenn du da eine wirklich wilde Mischung machst, kann da richtig cooles Zeug machen. Und das in Kombination noch mit den Flagellanten, die es sicherlich auch noch gibt in der alten, in der Fantasy-Welt. Da geht, also Kultisten, da kannst du echt viel Zeug machen. Also da würde ich dann auch gleich den Christian bitten, switchen auf Age of Sigma. Ich verbeiße mir jegliche Derogative. Und da bei der Grand Alliance Chaos kann man dann immer schön reinschauen. Und dann ist zum Beispiel halt, ich würde jetzt eher anfangen, nicht mit All Armies Chaos, sondern ich würde zum Beispiel mal auf die Disciples of Tsiinj gehen.
Da sind unter anderem ein paar Dämonen dabei. Die werde ich als zu beschwörende Dämonen für Thousand Suns einsetzen. Aber sehr schön sind die Kyric Acolytes. Wir sehen hier 40 Euro für 20 Mann. Und das ist dann schon fast ein Schnäppchen. So, die. Ich kann euch dann. Beziehungsweise ich habe dem Christian ein paar Fotos geschickt, wie ich sie umgebaut habe. Die Schilde passen natürlich nicht so ganz. Ich habe die meisten von denen einfach dadurch angepasst, indem ich den Schild nicht aufgeklebt habe, sondern ich habe einfach aus den vielen, vielen Sprues von Terminatoren, in dem Fall Tartarus-Terminatoren, habe ich, die haben Fäuste in dem Sprue und dann haben sie noch zusätzlich sozusagen die Klauen-Extensions, um daraus Energie-Klauen zu machen. Und das sind dann halt immer, ich glaube, 4 Stück. Und die habe ich dann halbiert und habe dann jeweils 2 von diesen Dornen seitlich auf den Schildarm geklebt. Das hat auch gepasst, weil der Schildarm ist, damit der Schild sich gut verkleben lässt, ist leider ein bisschen abgeflacht. Also der ist nicht ordentlich ausgeformt. Aber haut ganz gut hin, wenn man dann diesen Doppeldorn macht, dann hat man 2 Nahkampfwaffen. Da ich die aber regeltechnisch am besten mit einer Pistole und eine Nahkampfwaffe ausrüste, ist es dann auch ganz sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den linken Arm dann jeweils aus Plastik noch irgendein Dark Elder Gewehrteil oder irgendwas, was so in etwa die Größe hat und dann eben ist Gott sei Dank ausgeformt, sind die Lederholme, dass man diese Waffe dann auch eben fixiert, in Anführungszeichen, sodass die jeweils am linken Arm noch eine wie auch immer geartete Feuerwaffe haben. Und dann habe ich so einen 20-Mann-Trupp für gerade mal 40 Euro. Also ich meine, wenn ich mich im Games Workshop-Bereich bewege, dann ist das schon recht günstig. Und ich habe dann auch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten mit einer Axtwaffe oder sowas, meinen Truppenanführer, meinen Champion auszurüsten. Also da bin ich gut dabei. Das ist natürlich zugegebenermaßen von der Optik, ist es schon so ein bisschen ziehenschlastig. Aber da habe ich ja kein Problem damit. Das ist natürlich dann jetzt, wenn wir uns im Horus Heresy-Bereich bewegen, heißt ja dann vielleicht ziehensch, aber welche Wesenhaftigkeit dahinter steht, ist eh schon klar. Also das ist eine ganz gute Möglichkeit. Und wenn du jetzt noch, Christian, zurückgehst auf die Kornjungs, auch bei Age of Sigmar. Da gibt es dann gleich 2 Trupps, die von Interesse sind. Achso, Entschuldigung, ich scrolle die ganze Zeit bei Siege. Ja, Blades of Corn. Ja, Moment, wenn es nur so einfach wäre. Tja. Wer auch immer diese Seite programmiert hat. So. Da sehen wir zum Beispiel. Jetzt langsam wird es heiß. Es gibt so einen 10-Mann-Trupp. Noch sehe ich ihn nicht. Meinst du diese Blood Reavers? Genau, also. Okay, Blood Reavers, das ist ein 20-Mann-Trupp. Das wären meine Klassiker für noch nicht so sehr die Standard Militia Infantry Squad, sondern eben für die Levies. Inducted Levies, das sind eben diese Trupps mit bis zu 50 Mann. Ja, und da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder für den noch vergleichsweise günstigen Preis, 46 Euro für 20 Mann, die könnte habe ich da Möglichkeiten, mich zu verspielen. Die meisten von denen sind alternativ mit 2 Einzelwaffen oder mit einem wie auch immer gearteten beidhändigen Axt oder sowas ausgerüstet. Auch da würde ich zumindest versprenkelt eben eine von den Waffen abzwicken und stattdessen eine Last Pistol oder eine Stub Gun von Necromunda oder wie auch immer, dass ich halt auf meine 20 Mann mindestens 6 Pistolen bekomme, dass ich einfach sagen kann, okay, der Rest hat halt die Pistolen dann im Daschall oder dergleichen. Da könnte man aber auch, entschuldige, wenn ich da ganz kurz dazwischen gehe, man könnte auch von den Kartachanern, die haben ja diese Arm frei, also diese
diese nackten Oberarme mit den Lasergewehren kombiniert. Die müssen sich hier eigentlich sehr gut genau mit diesen Bausätzen kombinieren lassen. Also man, das würde, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren hier. Ja. So, jetzt mag die Seite nicht mehr zurück. Eieiei, naja, solange wir noch reden, liegt es wohl an dem Server. Ja. Neben den Blood Reavers, die sich besonders gut für entweder Levies oder für einen ganz normalen Militia Infantry Trupp eignen, sind eben die Blood Warriors, 10 Mann für einen Fuffi, eine gute Alternative zu den Science. Die sind in der Tat deutlich massiver, also die sind wirklich bulky. Und auch denen muss ich mir überlegen, wie ich da die Waffen jetzt auswähle. Weil ich kann zum Beispiel diesen Grenadiertrupp in der Tat mit einer Pistole und einer Augmented Weapon, die dann ihnen eine Stärke 4 gibt, ausrüsten. Oder ich mache das, was der Peter eben gerade vorgeschlagen hat. Ich bastel denen noch die Arme von den Katachanern an, wenn ich denn welche zur Verfügung habe. Oder ich mache halt ein bisschen mehr Conversion und pack denen halt jeweils eine Last Gun oder sowas auf den Rücken. Aber die eignen sich wirklich gut als dem Chaos anheimgefallene Grenadiere. Ich würde natürlich die ganzen Helme, die da Korn Hasenohren oder sowas darstellen, würde ich sein lassen und dann halt mich für ein paar von den anderen Köpfen entscheiden. Aber die sind eigentlich recht geeignet. Ich habe die jetzt auch Benicomunda selbstverständlich wieder verwurstet. Also sind wirklich schön konzipierte und gestylte Modelle mit vielleicht ein bisschen viel Bling-Bling, aber da muss man halt dann sich etwas bescheiden. Ja, gut. Man kann die hier auch nochmal als Korn Bloodbound Goreblade Warband sozusagen bekommen für ein bisschen billiger. Okay, das war dieses. Ich denke mir, wir könnten noch, ich habe natürlich immer keine Ahnung, wo die Sachen hier drin sind bei Age of Sigmar, aber was verschiedentlich versucht wurde, ich probiere es jetzt mal hier. Ah, die da sind die. Ist, dass man aus diesen Modellen Squads baut. Also aus diesen Karadron Overlords. Das geht natürlich nur eingeschränkt. Das geht nicht bei allen von denen. Die haben ja so ein bisschen so ein Steampunk-Vibe. Wir können uns hier mal die anschauen. Diese Fliegezwerge normalerweise. Aber die schauen eigentlich schon relativ Science-Fiction-mäßig aus. Also wenn man jetzt hier den sieht mit dieser Gatling Gun, dann haben die so Backpacks drauf. Also ich meine, gut, das sind glaube ich eher so Steampacks. Die haben wir irgendeine irre Waffe, die alles Mögliche sein könnte. Man muss nicht viel machen, um die etwas zu modernisieren und die dann glaubwürdig in wie auch immer geartete Squads zu verwandeln. Also tatsächlich, die haben hier diese Jumpsuits an, die erinnern so ein bisschen an die und das, was die Jeans-Dealer haben, passt also auch hier zu Minenarbeitern und so. Dann haben die schwere Stiefel mit Beschlägen, ja, dann haben die eben das Backpack. Dann haben die einen Helm mit Linsen. Also ich meine, man muss sich tatsächlich eher fragen, was diese Modelle beim Fantasy-Setting verloren haben. Ne? Also da hat man, glaube ich, echt eine ganz gute Grundlage. Ja, doch. Ja. Also, und es gibt eben diese Provenance Abhuman Helots und die wurde, wenn man so die Interviews sich anschaut, als die Militia and Cults Armeeliste gemacht haben, eigentlich genau reingesetzt, damit man eben zum Beispiel dann doch kurz reinbekommt in die Horus Heresy. Ja. Und das finde ich passt ganz gut. Ja, also finde ich auch. Ja, ist doch prima. Also die schauen echt schon so, die passen eigentlich wirklich gut, sind eigentlich auch schöne Modelle. So ein paar Sachen sind dann immer wieder dabei, wo man sagen kann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder zu Fantasy-mäßig. Aber naja, du, so ein Motto, voll armierter mechanischer Rabe oder sowas, das muss doch sein. Ja, unbedingt. Wer braucht's nicht? Ne? Man müsste sich halt dann da genau überlegen, welche Fahrzeuge stelle ich dazu. Also
halt klassisch Imperiale oder sonst was. Man könnte sich hier dann zum Beispiel dann tatsächlich überlegen, ob man da nicht Chimären nimmt, um die zu unterstützen und die dann entsprechend ein bisschen umbaut, könnte passen, wenn man jetzt eben bei GW-Modellen bleiben will. Ja. Ja. Sonst gibt es einen Haufen andere Möglichkeiten. Gut, fällt euch sonst noch was ein, was man noch nehmen Naja, also ich könnte? meine, dann wäre natürlich die Möglichkeit, zu Forge World überzuschwenken und sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel das Deathcore of Krieg. Und leider haben die vor 3 oder 4 Jahren schon die Grenadiere des Deathcore of Krieg aus der Produktion genommen und auch nicht wieder aufgeführt. Die wären natürlich perfekt, um die Grenadiere mit ihrer Körperpanzerung gut darzustellen. Aber ansonsten sind das, ist natürlich keine günstige Variante, aber das sind geniale Modelle. Die sehen wirklich toll aus. Und bei denen bin ich auch gewillt, einfach meinen, also dann nicht so in den Bereich Levy zu gehen, sondern meine 20 Mann imperiale Infanterie darzustellen. Und hier haben wir dann zum Beispiel auch, weil wir es jetzt gerade sehen, die Möglichkeit, aus der Armeeliste nämlich Geschütze einzusetzen durch eben die Earthshaker Cannon einerseits und durch die Medusa andererseits. Die ist genau das, was ich auch in der Armeeliste habe. Da muss ich jetzt leider noch 2 Medusa-Plattformen bauen für das Event im September, weil es ist klar, das, was ich bis jetzt immer verwende, nämlich irgendwelche Ork-Geschütze, ja, die sind dann ein Hauch zu klein, aber vor allem passen die halt einfach vom Style her nicht so ganz. Ja. Okay, also Deathcore of Krieg, du hast völlig recht, super schöne Modelle, wahnsinnig teuer. Und es gibt aber jetzt da dann theoretisch natürlich die Möglichkeit, wenn man einen 3D-Drucker hat, sich sehr ähnliche, jetzt auch nicht wesentlich unschönere Modelle halt von zum Beispiel Maker's Cult macht sowas. Ja, also kann man sich die dann drucken. Also die schauen schon nicht völlig identisch aus, die sind schon etwas anders, die Helme sind ein bisschen anders. Haben aber grundsätzlich natürlich dann den Vorteil, dass man auch diese ganze imperiale Ikonografie nicht mehr abmachen muss, weil sie eh marginal anders ist, beziehungsweise fehlt. Wie schaut denn das aus mit diesen Panzervarianten, also Malkador-Panzer, gehen die in der Militia Kals Liste? Kann ich einsetzen? Also ich habe auch bei der Militia Cult die Möglichkeit über diese. Oh je. Ja, die Frage, wo die sind. Da gab es diese. Ja, um von alten Imperial Armor Modellen in die roten Bücher. Diese Regel hatte auch einen schönen Namen. Und da waren dann genau aufgezählt, welche Modelle da reinpassen. Da passen zum Beispiel, wie jetzt du im Hobby Progress dargestellt hast, die vom JP so schön bezeichneten Lupercal Omega und Konsorten, die eigentlich der Makarios sind. Und Makarios ist ja gedanklich 5000 Jahre nachher, aber das STD ist schon älter. Die kann ich einsetzen, wie noch ein paar andere. Also die ganzen Makarios sind dabei. Beim Malkador weiß ich es gar nicht hundertprozentig. Schauen wir mal, vielleicht steht es im roten Regelbuch, wenn es um die Kampagnen geht. Aber ich blättel mal und der Peter gibt mal seinen Kommentar zu den unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja, das war's. Der Peter noch da? Ja. Ich habe jetzt kurz die Unterbrechung gehabt. Zu welchen Kommentaren soll ich was? Zu welchen? Naja, also im Endeffekt jetzt zu den bisher gewählten. Ah, okay, ich hab's. Aber Peter, was sagst du zum Deathcore of Krieg und den Möglichkeiten? Ja, das Deathcore of Krieg. Ah, jetzt habe ich wieder Kontext. Das Deathcore of Krieg ist aus meiner Sicht mit das Schönste, was Forge World rausgebracht hat. Problem ist halt, aber das hat Christian, glaube ich, vorhin schon gesagt,
Es ist halt wahnsinnig teuer. Sie haben einen Teil der Figuren rausgenommen. Die Gussqualität von Fortschritt ist halt nicht immer die beste. Ist halt die Frage, ob man das wirklich machen möchte. Ich habe bei einem Bekannten von mir mal eine komplette Death Guard of Krieg Armee gesehen. Das ist wahnsinnig schön. Den kennt der Christian auch. Liebe Gonzo. Ja. Und das ist toll, was da auf dem Tisch steht. Und damit kannst du meinen, was so eine Militia richtig gut darstellen. Hat halt sehr diese Uniformität, es sind sehr einzigartige Modelle, da kann man schon wirklich was draus machen. Ich befürchte nur, dass für die meisten unserer Zuhörer das halt einfach zu teuer sein wird. Also, dass man halt einfach sagt, wenn man da wirklich 2000 Punkte hinstellen möchte, dann gehen da auch ein paar Euros, also könnte man fast schon böse sagen, da geht pro Punkt 1 Euro über die Ladentheke. Also das ist schon sehr, sehr, sehr teuer. Ja. Leider, muss man wirklich sagen. Also es wäre so wunderbar, wenn die das als Plastikmodell rausbringen würden, wäre wahnsinnig gut. Ja, also ich grundsätzlich mit solchen Sachen habe ich immer ein kleines bisschen Problem. Also das Death Power of Krieg ist ja jetzt vom Hintergrund her schon sehr spezifisch und auch von seinem Aussehen her sehr spezifisch. Also das heißt, du könntest jetzt hier versuchen, das durch Bemalung sozusagen aufzuheben und denen ein ganz anderes Flair zu geben. Wenn du sie so nimmst, wie sie da sind, dann steht halt da auch, wenn du sie in der Heresy aufstellst, halt letztlich, also wenn das mein Gegner machen würde, steht halt da für mich eine Deathcore auf Kriegarmee und dann denke ich mir, das passt halt einfach nicht. Also da müsste man über Bemalung, glaube ich, viel regeln. Könnte mir zum damit Beispiel, ich jetzt zufrieden wäre. Ja. Helle, also das Deathcore hat ja meistens immer diese ganz klassische Base Schlamm mit irgendeinem Stacheldraht und irgendwie dieses dunkle Farbschema. Wenn man sich da jetzt aber irgendwas Helles mal übernimmt, ich denke da so ein bisschen wirklich an eine ockerfarbene, sondern an eine beige Uniform oder irgendwas oder rot. Helleres. Ja, rot, also irgendwas, ja. Was halt einfach dermaßen mit diesem erwarteten Farbschema bricht, dass es einfach angenehm ist. Also die Modelle an sich, da kann man schon viel machen. Wie gesagt, wenn man sich in diese Richtung bewegen möchte. Ja. Ich persönlich bin immer halt noch der Freund, sowas selber zu bauen, mir halt andere Modelle dafür zu suchen. Zum Beispiel eben auch weiterhin die Kardianer zu nehmen, da einfach andere Schädel oder dann eben über einen 3D-Drucker mir gewisse zusätzliche Accessoires zu drucken, die dann ranzubauen, um dadurch die Masse herzustellen. Ja. Ja. Und da meinen persönlichen Touch einfach mit dazu machen. Aber es bleibt einfach das Problem, eine Kultistenarmee kannst du relativ leicht machen damit. Da nimmst du die diversen Fantasy-Sachen und kombinierst es halt ganz wild, weil es muss nicht hübsch sein, es muss nicht so ordentlich sein. Wenn du aber ein richtiges Regiment hinstellen möchtest, was eine gewisse Uniformität hat, was eine Planung hat, was eine Einzigartigkeit darstellt, das ist mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden, wird aber dafür auch grandios aussehen, wenn es gut durchgezogen worden ist. Mhm. Ja. So, also ich bereite mich da ein, und zwar im Regelwerk, und zwar dem roten Buch Age of Darkness Rulebook auf der Seite 131 wird das Panoply of War dargestellt. Ja. Und das erlaubt eben für die ganzen Legionen, für die Solar Auxilia und eben auch für Carlton Militia, bestimmte Modelle aus den alten Imperial Armor Büchern, das wird natürlich so nicht bezeichnet, einzusetzen. Und da werden namentlich genannt der Baneblade, der Banehammer, Stormlord, Shadow Sword, Storm Sword, Makarios und Crassus in allen Varianten. Crassus ist dieses Monster-Transportfahrzeug mit 50 Mann Transportkapazität. Der Marauder Bomber, der Marauder Destroyer, der Thunderbolt Heavy Fighter, der Crusade Avengers Strike Fighter und der Minotaur. Natürlich darf man denen dann keine Space Marine Crew geben, weil
es würde kein Space Marine sich herablassen, bei so einer billischen Armee sich an Steuer zu setzen, wenn so weit kommt es noch. Aber wie gesagt, da ist dann einiges möglich und dementsprechend sind das, was wir uns vorher angeschaut haben, genau. Ist natürlich wieder nicht verfügbar momentan, aber wenn man trotzdem dran kommt, dann ist es schon recht imposant. Der hat die Ketten und Seitenteile vom Macharius. Ne? Mhm. Ja. Hui! So, und die Ausladerampe hin am Heck. Genau, ja, das ist kein Sturmfahrzeug. Ja. Gut, und viele schwere Bolter. Ja, also da bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten, wie man mit GW-Modellen sich sowas aufbaut, was man natürlich auch noch machen kann. Und da müsste man jetzt aber natürlich gucken, also da müsste der Christian erstmal gucken, ob es das noch gibt. Ich klicke mich mir mal quasi in der History nach hinten durch. Und zwar hat man ja hier beim Imperium, aber also gibt es noch irgendwelche von den alten imperialen Modellen? Und wenn ja, wo würde ich die finden? Wahrscheinlich hier, ne? Was heißt von den alten imperialen Modellen? Also Warhammer Fantasy Imperium. Das ist dann Grand Alliance Order oder so. Ja. Also prinzipiell, was man da theoretisch noch bekommen könnte, dieses Zeug, das kann man alles mal geflissentlich ignorieren. Aber natürlich kann man aus ganz normalen alten Plastik-imperialen Modellen, wenn man denen halt entsprechende Waffen in die Hand gibt. Also was ist da nicht? Also hier hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Steam-Tank. Steam-Tank. Mhm. Den habe ich jetzt aber nicht so gemeint. Da muss man hier sich nach unten durcharbeiten. Da gab es ja alles mögliche. Hellebardenträger. Also generell halt so Leute, die so landsknechtartig eigentlich gekleidet und ausgerüstet waren. Also hier haben wir hier mal sowas. Schauen wir uns gleich an. Und es gibt ja so die verschiedensten Welten im Imperium. Und einige davon sind ja sozusagen in den Dark Ages dann auch technologisch und so weiter etwas zurückgefallen. Oder haben Feudalwelten. Genau, oder haben halt einfach, weiß ich nicht, völlig andere Lebenswelt oder andere Hintergründe. Also hier sehen wir jetzt so verschiedene Sachen. Ja. Auch die könnte man natürlich eigentlich schon hernehmen. Oder früher gab es immer noch für die Bretonen so Knappen. Also alles, was so in diese Richtung geht, wenn man es noch herumliegen hat. Wir schauen uns die dann gleich nochmal an. Da lässt sich natürlich auch was draus machen. Also wir belassen es jetzt mal dabei. Aber hier aus diesen Modellen ließen sich sicherlich auch irgendwelche Militia-Sachen machen, indem man die einfach ein bisschen für Science Fiction sozusagen, also durch die Zugabe von Laserpistolen, Lasergewehren, vielleicht hier mal Bionics oder sowas und schon haben wir da ein ganz anderes Bild und dann kann man natürlich durch die Farbwahl und so weiter das auch nochmal verändern. Also man könnte jetzt auch sagen, man gibt denen, was weiß ich, um das Bild halt sozusagen aufzubrechen, ein bisschen so einen Camo-Look oder sowas und dann würde das auch gleich wieder anders aussehen. Und hier, die könnte man jetzt eben sich auch alle ganz gut mit Lasguns vorstellen. Halt sehr einfach. Einfache Modelle. Oder hier, ja, das sind glaube ich eh die gleichen. Das würde sicherlich auch gehen, ja, denke ich mir. Jo. Was meint ihr dazu? Ihr seid wieder weg. Finde ich aber eine sehr gute Idee. Doch, Christian. Ihr seid noch da, okay. Ja.
Also gerade diese die Zweihandträger haben halt immer noch auch diesen Brustpanzer. Ja, genau. Das kann man sicherlich auch so ein bisschen dann mit den Science kombinieren. Also da geht schon was. Aber wie gesagt, es ist meine These von vorhin. Wenn du wirklich so eine schöne Militia-Armee aufbauen möchtest, dann wird es schon sehr komplex. Ja, was man auch noch machen kann, das habe ich jetzt auch noch unterschlagen, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, da müssen wir wieder zu unserem Forge World. Was man natürlich für Rank and File in einer Cults and Militia Armee auch noch nehmen könnte, ist natürlich hier vom Mechanikum diverses, aber vornehmlich die nicht mehr in allen Varianten, beziehungsweise noch nie in allen Varianten, aber nicht mehr in beiden Varianten erhältlichen Tech Thralls. Ich kann hier auch diesen wunderschönen Magos Makrotech Engines hier nehmen. Und ich kann eben theoretisch, also immer gut, das ist wieder zu spezifisch, ne? Ich kann hier mit den Tech Thralls sicherlich auch was machen. Gleichwohl auch mit den normalen Mechanikum, mit der normalen Mechanikum-Infanterie, also den Skitarii, die ja in diversen Starter und was weiß ich nicht, Boxen überall drin waren, auch mit denen kann ich Rank and File gut darstellen, vielleicht ein bisschen umbauen. Ja. Aber da denke ich, okay, kann man. Also, das wären ja zum Beispiel durchaus adäquate Grenadiere. Ja, genau. Also, die muss man durch die Bemalung dann vielleicht nochmal ein bisschen anders machen. Vielleicht das Mechanikum-Symbol vorne abschneiden. Aber es sind eigentlich auch ganz schöne Modelle, finde ich. Mhm. Ja, also das war jetzt noch so mein Vorschlag. Und sonst haben wir halt hauptsächlich Fahrzeuge, ne, in verschiedensten Ausprägungen. Ich glaube aber, dass das Ganze auch durchaus sich dafür anbietet, halt wirklich aus den verschiedensten Sachen sich seine Munchkeil zusammenzubauen und zu kitbashen, bis der Arzt kommt. Jo! Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was man aus dem GW im Forge World Sortiment gut hernehmen könnte? So, eine weitere Möglichkeit, um Militia und Cult darzustellen, wäre das Sortiment von Necromunda. Und zwar, der Peter hatte eigentlich den guten Einwand, dass sich die Cordors ganz gut darstellen, um seinen Kultisten-Mob ein bisschen zu unterfüttern, weil die sind schon ein bisschen angeranzt und tragen halt Kutten. Und dann kann ich die mit einem Waffensortiment dann dazu packen und für mehr Varianz sorgen. Ja, die haben auch Masken, was ja ganz cool ist. Genau. Und da gibt es sogar dann von Forge World wieder noch so ein paar Cordor-Köpfe als solches. Die haben dann auch wirklich fiese Masken, die dann schon ein bisschen so an die Gaunt's Ghosts mit den Blood Pact, die halt diese Metallmasken tragen. Also das geht so in den Bereich. Die Vansar finde ich jetzt ein bisschen technologisch zu hochwertig, also vielleicht gerade mal als Grenadiere, aber die haben jetzt nicht so massive Rüstung. Die Escher passen nicht so ganz, aber da steige ich ein wieder bei den Orlocks. Die haben generisch so Mesh-Armor, würde passen. Man kann die mit unterschiedlichsten Nahkampfwaffen und oder Autoguns und teilweise auch Lasguns ausrüsten. Also die finde ich passen ganz gut als normale Infanterie, nicht so sehr als Kult. Und dann habe ich, als die neu rauskamen, immer geschaut, wie kriege ich die irgendwie in Horus Heresy unter, bis wir dann das Necromunda Spielen per se angefangen haben. Also die Delac sind einfach sehr stylisch, die passen auch ganz gut, wenn man nur ein paar nimmt, zum Beispiel als Docks mit dementsprechenden Armen. Die lassen sich auch ganz gut mit unterschiedlichen Armen anpassen.
dann kann man natürlich sagen, dass die Corpse Grinder sowohl ja, also Grunts darstellen können, eben für die Levies, als auch Grenadiere für die etwas massiveren. Also klar, die sind dann schon sehr, sehr nahkampflastig jetzt ausgerüstet hier auf den Bildern, aber die haben ja dann auch jeweils ein paar Pistolen dabei. Christian, was hältst du denn bei Necromunda von den Palanite Enforcers? Siehst du die so ein bisschen als Grenadierersatz? Ja, total. Oder? Also als wir das jetzt gerade durchgeguckt haben, habe ich mir auch gedacht, also die könnte man eigentlich schön als Grenadiere nehmen, vor allem, weil die auch eine ganz nette Auswahl an Waffen haben. Ne? Die haben Bolter, die haben aber eben auch Raketenwerfer und also nicht Granatwerfer und sowas. Könnte man... Ist alles darstellbar, ja, in den Regeln. Könnte man die total gut nehmen. Es sind eigentlich auch schöne Modelle. Was ich ein bisschen als Problem sehen würde, ist, dass die sehr groß sind. Also das ist, vielleicht muss man sich dann genau überlegen, in Kombination mit welchen anderen Modellen man Necromunda-Modelle nimmt, weil die Necromunda-Modelle sind tatsächlich alle in Ticken größer als die alten oder älteren Warhammer 40k-Sachen und auch als die Horus Heresy-Sachen. Ja. Also ich habe das massiv gemerkt bei den Enforcer neben den Science. Also ja, die sind ja, aber schon, die Science sind auch klein. Ja, aber die sind also schon sehr, sehr groß. Die sind ja auch, also mindestens, du musst mal so einen Enforcer neben einen Marine halten. Bin mir nicht sicher, ob nicht sogar der Enforcer größer ist. Aber ich meine, das ist jetzt nicht das Riesenproblem letztlich. Gut, zur Größe ist es in der Tat so, dass die Enforcer mindestens genauso groß wie Mark IV, nicht, wenn nicht sogar ein bisschen größer sind. Aber da sehe ich jetzt kein wirkliches Problem, weil ich ja keine Marines in meiner Kultistenarmee oder in meiner Militia-Armee haben werde. Dann sind es halt einfach besonders groß gewachsene Humanoide vom Planeten, Zorn, was auch immer. Die jetzt unproblematisch. Also die größten in dem Bereich sind in der Tat die Delac, weil die sind noch mal einen halben Kopf größer als alle anderen Necromunda-Modelle. Damit muss ich mich halt arrangieren. Also das sehe ich jetzt nicht wirklich als großes Problem an. Aber ich glaube, mit Necromunda, vor allem weil Necromunda die nächsten 2-3 Jahre sicherlich bleiben wird und dann die nicht so viel aus dem Sortiment nehmen, da könnte ich mir dann durchaus so einen kleinen Militia-Trupp aufbauen. Und vielleicht sollte man, wenn man bei Necromunda bleibt, in der Erwartung, dass man einfach die nächsten 2-3 Jahre auf diese Modelle zurückgreifen können wird, dass man halt nicht so sehr auf Masse geht und sich mit 3-4 Infanterieeinheiten bescheidet und eben die Punkte auch noch auffüllt mit einem Schwung Panzer und anderweitig auffüllen, sodass ich meinem Gegenüber ein ordentliches Spiel und eine ordentliche Herausforderung biete, die für ihn auch ganz sicherlich nicht unlösbar ist. Okay, gut. Wie ihr vielleicht schon alle gehört habt, da waren jetzt ab und zu mal ein paar Cuts drin. Das liegt daran, dass unsere Plattform nicht so gut funktioniert hat heute mit dem Gesprächsaustausch und dem Videoaustausch, wie sie es sonst tut. Das heißt, man muss da ein bisschen zusammenschneiden. Wir melden uns in Kürze und erklären euch, wie es nächste Sendung weitergeht.